Mit Technik dürfen wir sie jetzt beglücken. Und gerade Technik steht ja auch auf den Wunschzetteln der Deutschen ganz, ganz oben. Gerade die Tablets, die sind unglaublich beliebt. Da haben viele gesagt, ja, dieses Jahr möchte ich gerne mit einem Tablet loslegen, möchte sehen, was das alles kann, möchte mich damit mal zurechtfinden, auseinandersetzen. Und wenn Sie da noch ein Tablet suchen, dann können wir Ihnen gerne zwei wunderschöne Modelle anbieten zu richtig tollen Preisen. Das muss man direkt mal dazu sagen, weil vielleicht haben Sie auch schon ein bisschen geschaut. Die sind normalerweise extrem teuer. Die liegen dann ja ab 400 bis nach oben keine Grenzen gesetzt und man denkt, oh, das ist aber schon ein schöner Preis, ganz stolz, ne? Hier bei uns gibt es ganz, ganz tolle Preise und dafür perfekte Ausstattung. Deshalb passen Sie auf, seien Sie bei uns und falls Sie auch noch Fragen haben, dann können Sie die uns gerne auch zuschicken. Denn viele Zuschauer schicken uns immer ihre Fragen, auch wenn sie vielleicht schon ein Gerät gekauft haben. Und wir versuchen selbstverständlich immer, die Fragen von Ihnen dann aufzuarbeiten und zu beantworten in den Sendungen. Und heute habe ich mal so ein paar Fragen mitgebracht, habe einen Experten an meiner Seite, der Ihnen und mir dann auch diese Fragen einmal beantworten wird. Herzlich willkommen, Carsten. Danke für die Einladung, Kathi, und auch zu Ihnen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Und Kathi hat vollkommen recht. Wir werden nicht nur zwei fantastische Tablets sehen, die in Sachen Leistungsfähigkeit und die in Sachen Ausstattung definitiv ihresgleichen suchen. Wir werden auch tolles Zubehör kennenlernen, also genau das, was man braucht, um seine Lieben am Heiligen Abend dann unterm Baum richtig glücklich zu machen. Und auch die Preise werden Sie überraschen, da hat Kathi vollkommen recht. Wir sind in der Lage, Ihnen ganz andere Preise zu machen für hochmoderne Technik, als das an anderer Stelle überhaupt möglich wäre. Das X10 Octa ist das erste Modell, was wir Ihnen vorstellen wollen, liebe Zuschauer. Und das ist für mich mit Abstand das beste Tablet, allein von seinen Leistungsdaten und von seinen Möglichkeiten her, was ich in den letzten Monaten, um nicht zu sagen in den letzten Jahren, jemals in der Hand hatte. Ein fantastisches Teil mit einem Wahnsinnspreis-Leistungsverhältnis. Wenn man wirklich anspruchsvoll ist und definitiv etwas Außergewöhnliches haben möchte, dann führt im 9,7 Zoll Tablet-Bereich am X10 Octa meines Erachtens kein Weg mehr dran vorbei. Ich sage immer, das ist das Handtaschenformat. Ich schätze dieses Format auch sehr. 9,7 Zoll hier für Sie. Also diese knapp 25 Zentimeter in der Bildschirmdiagonale sind das hier. Passt perfekt. Da sind Sie unheimlich flexibel mit. Das kann ich Ihnen verraten. Und ich würde direkt mal mit einer Frage loslegen, die wir hier bekommen haben. Und zwar, ob man diese Android-Geräte, sind es ja hier mit einem Android-Betriebssystem, ob man die auch ohne Internetverbindung benutzen kann. Also ob man da trotzdem das Gerät dann verwenden kann. Das ist lustig, gerade bei diesem Gerät natürlich, weil man hier mit dem X10 Octa ein Tablet nach Hause bekommt, mit dem man jederzeit im Internet sein kann, wenn man das möchte. Natürlich zu Hause im WLAN oder eben auch gerne, wenn man unterwegs ist, dann eben über das klassische UMTS-Handynetz. Aber um die Frage gerne auch zu beantworten, natürlich kannst du auch beispielsweise auf den mobilen Internetzugang verzichten. Wenn du zum Beispiel keine Karte reinpackst, dann ist das Gerät nur im WLAN einsetzbar. Mhm. Aber es gibt eben viele Programme, die eben auch offline funktionieren. Unter anderem auch hier ganz einfach mal so eine Bildergalerie, auch mal sowas hier zum Beispiel. Ja? Da kannst du jederzeit ganz einfach mal reingehen und selbstverständlich auch hier schon die Bilder bearbeiten. Du kannst sie größer scrollen, du kannst sie kleiner scrollen, du kannst die Farben verändern, du kannst auch ganze Collagen draus machen, wenn du das möchtest. Und das funktioniert natürlich offline ganz genauso wie im Online-Bereich. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die du eben hier hast. Auch die Kontaktdaten zum Beispiel, machen wir sie einfach mal auf, auch wenn wir noch nichts integriert haben, lässt sich alles hier sehr, sehr schön offline machen. Viele Spiele brauchen natürlich mitunter also auch schon mal die Online-Verbindung, um einfach aktuelle Daten runterzuladen. Ja, aber vieles ist eben auch im Offline-Bereich möglich und das macht hier dieses Gerät definitiv zu einem absoluten Alleskönner, egal ob online oder offline. Damit bist du jederzeit bestens unterwegs. Also hier sehen wir gerade ja so ein klassisches Malprogramm. Da kommt das Bild auch her, ganz genau. Genau, das Malprogramm, das kann man dann auch im Offline-Zustand, also wenn man zum Beispiel auch in der Bahn sitzt, zum Beispiel gerade kein Internet hat, auch da kann man dann zum Beispiel trotzdem dieses Programm öffnen und kann dann was malen. Das sind viele andere Programme, bei denen das auch funktioniert. Natürlich. Ich glaube auch viele Spiele, die auch im Offline-Modus zu spielen sind. Es gibt manche Spiele, gerade wenn du auch gegen Gegner spielst, zum Beispiel so im 1:1 oder mal diese großen Rollenspiele mit den großen Datenmengen, die spielst du natürlich online, klar. Weil das alles, ich sag mal, in einem virtuellen Raum stattfindet. Mhm. Aber so klassische Spiele, von mir aus von Mensch ärgere dich nicht, über Backgammon angefangen, bis hin auch zu komplexeren Geschichten, kannst du gerne auch mal offline machen. Die Daten ziehst du dir einmal aus dem sogenannten Play Store runter, aus dem Google Play Store, der schon vorinstalliert ist. Und dann kannst du jederzeit also auch offline deine Spielchen machen. Also eine ganz tolle Angelegenheit. Du hast hier wirklich alle Möglichkeiten dieser Welt, egal ob offline oder online.
Und damit kommen wir zu einer weiteren Frage, die uns gestellt worden ist von Ihnen zu Hause. Und zwar, wo diese Programme überhaupt herkommen. Weil wir zeigen ja immer zum Beispiel halt dieses Malprogramm, aber auch mal ein Spiel oder so. Haben wir ja hier immer schön in den Sendungen, auch mal Spiegel Online zum Beispiel. Aber wo bekomme ich diese Programme, diese kleinen Kacheln, die dann auf meinem Bildschirm sind, eigentlich her? Die bekommst du aus dem Google Play Store, so nennt sich das Ganze. Das ist dieser kleine Icon hier, dieses kleine Symbol mit der, ja sagen wir mal, Handtasche, mit diesem kleinen Koffer hier. Da ist also dieses Dreieck drauf, dieses etwas buntere. Und wenn man das anklickt, dann kommt man in die entsprechenden Programme rein. Das heißt, da kannst du dir natürlich deine Spiele aussuchen. Da findest du aber auch Serien, da findest du Spielfilme, da findest du auch Zeitschriften. Da findest du alles genau das, was eben das Tablet absolut individuell gestalten lässt. Das heißt also auch mal Anwendungsprogramme und dergleichen. Der eine möchte spielen, der andere möchte arbeiten, der dritte sucht ein bisschen Zerstreuung. Für alle Möglichkeiten hast du hier den Google Play Store. Da kannst du dich nach Herzenslust mal ein Stück weit austoben. Wobei wir natürlich jetzt hier auch schon bei dem X10 Octa eine Grundausstattung an Programmen mit dabei haben. Ja? Das heißt, wir haben also nicht nur ein tolles Betriebssystem, in dem Fall das Android 5.0 für die Kenner unter Ihnen. Das ist das Android-Betriebssystem mit dem Namen Lollipop. Wir haben eben auch schon eine Grundausstattung an Programmen mit dabei, dass man auch direkt loslegen kann, wenn man das möchte, mit Informationen, mit Mail-Programmen selbstverständlich, mit Navigationsprogrammen, mit elektronischen Büchern und dergleichen. Ist alles schon vorinstalliert. Wenn du aber gerne noch was weiteres draufpacken möchtest, und das sollte man tun, das macht doch richtig viel Freude, dann gehst du ganz einfach in den Google Play Store und schaust mal nach, was es da so alles gibt. Übrigens viele Programme dann natürlich auch kostenlos. Ne? Das wäre eine weitere Frage, die uns gestellt worden ist. Brauche ich denn zum Runterladen von diesen ganzen Programmen, wie zum Beispiel Musik, Büchern oder sowas, eine Kreditkarte? Oder wie funktioniert das dann genau? Grundsätzlich ist es so, dass du natürlich, wenn du Käufe tätigst, klar ein Konto anlegen musst. Da machst du einmal ein Google-Konto sozusagen. Ein Nutzerkonto. Ja, das kennen Sie vielleicht auch von anderen Bereichen, mitunter auch schon mal für YouTube-Geschichten und sowas, da braucht man auch eine einmalige Anmeldung. Das macht man einmal, hinterlegt seine Daten entsprechend und dann wird das alles entsprechend vollautomatisch passieren, was man eben da kauft, beziehungsweise was man sich ganz einfach runterlädt, kostenpflichtig. Dann wird es natürlich von der Kreditkarte dann abgebucht, die man einmalig hinterlegt. Aber nochmal bitte, die meisten Programme, die auch recht interessant sind, die kriegt man zum Großteil auch kostenlos und ich denke, da kommt man schon mal ein gutes Stück weiter mit. Ich habe selbst auf meinem Tablet wenig gekaufte Programme, die meisten sind wirklich kostenlos gewesen. Ja, und da ist wirklich alles mit dabei. Also von Bildbearbeitung über Spiele bis hin zu Anwendungsprogrammen. Das funktioniert also größtenteils auch kostenlos. Es sei denn, du hast natürlich einen großen Anspruch und möchtest noch ein bisschen weitergehen in den Programmen. Dann kann es schon mal sein, dass von mir aus mal 1-2 Euro noch dazukommen, die sogenannten In-App-Käufe. Aber das muss man dann ganz individuell von Programm zu Programm sehen. Ne? Aber ich habe auch ganz viele kostenlose Programme bei mir dann drauf. Das Einzige, was man dann wirklich mal kauft oder was ich persönlich gekauft habe, ist dann einmal Musik, aber da würden Sie wahrscheinlich auch normal in den Laden gehen und dann wahrscheinlich eine CD normal kaufen. Das müssen Sie da nicht mehr. Sie haben dann die Musik direkt hier auf Ihrem Gerät oder dann halt auch auf Ihrem Smartphone. Oder halt dann auch diese E-Books, diese elektronischen Bücher, die kaufe ich dann auch und habe die dann auf meinem Tablet, kann die lesen. Normalerweise müsste ich dann erst in die Buchhandlung fahren und würde ja dann auch irgendwie 10 oder 15 Euro für ein Buch bezahlen. Hier kann ich das meistens sogar günstiger, muss ich mal ganz klar sagen. Also da bezahlt man manchmal nur dann irgendwie 6,99 Euro für ein Buch, was im Handel mehr kostet. Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen hast du es wesentlich komfortabler. Mhm. Sag mal, die klassischen Papierbücher, das kennen Sie alle, zerfetzen natürlich irgendwann mal, wenn man mal durch den Regen läuft, durch den Schnee läuft, dann ist das Papier auch gleich feucht geworden. Im elektronischen Bereich sieht die Welt natürlich komplett anders aus. Und wenn du dir überlegst, dass du heutzutage für einen halbwegs manierlichen sogenannten E-Book-Reader natürlich auch schon so um die 100 Euro auf den Tisch legen musst. Ein Gerät, was nur elektronische Bücher abspielen kann, wie das, was wir Ihnen gerade hier zeigen, dann ist, glaube ich, hier der Preis von 351,41 Euro mit dem kompletten anderen Zubehör wirklich ein absoluter Spottpreis. Wir sehen es hier gerade, wie schnell das Gerät reagiert. Das liegt natürlich auch an dem 8-Kern-Prozessor. Auch das Bild gerne mal etwas größer oder etwas kleiner machen. Das kannst du jederzeit so einstellen, wie du es möchtest. Wo du gerade die E-Books erwähnt hast, habe ich gedacht, ich zeige es mal schnell. Oh, ja. Eine tolle Sache, Sie sehen es. Und dieses tolle X10 Octa, ein 9,7 Zoll Tablet, haben wir für Sie für
351,41 €. Mit dem schnellen Betriebssystem Android 5.0 Lollipop und dem 8-Kern-Prozessor laufen Ihre Apps und Spiele flüssiger denn je. Ein hervorragendes Gerät auf dem neuesten technischen Stand. Hier zum TV-Sonderpreis von 351,41 €. Dieses Gerät wird dann versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert. Auch hier von der Qualität höchste Standards, müssen wir nochmal sagen. Aluminiumrückseite, also ein wunderschönes Gerät, welches dann Ihre Wünsche erfüllen wird. Und Sie werden begeistert sein, gerade wenn Sie dann ein bisschen ausprobieren möchten. Auch gerne dann hier einfach wieder bei uns einschalten und reinschauen. Wir haben immer wieder Sendungen, wo wir auch Dinge erklären, wo wir viel zeigen. Und dann helfen wir Ihnen auch damit klarzukommen. Und wenn Sie Fragen haben, auch einfach auch an uns schreiben. Wir freuen uns immer, wenn Sie sich dann beteiligen an unseren Sendungen. So, Zubehör, Abteilung Zubehör, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Ja, ganz genau. Denn du hast hier ein absolutes Kleinod. Und Sie werden es lieben, liebe Zuschauer. Sie wollen es wahrscheinlich gar nicht mehr aus der Hand legen. So komfortabel, so schnell und so außergewöhnlich ist das X10 Octa. Jetzt ist es aber einfach so, dass man gerade dann, wenn man E-Mails zum Beispiel schreibt oder wenn man grundsätzlich auch mal einen Text verfasst, eben immer die Hälfte des Bildschirms tatsächlich einbüßen muss, wenn man eben nicht auf eine externe Tastatur zugreift. Ich zeige es ganz einfach mal. Denn hier wird auch gefragt, wie ich denn die E-Mails überhaupt auf meinem Gerät abrufen kann. Ja, du hast natürlich verschiedene Mail-Programme, unter anderem eben auch Gmail zum Beispiel. Wir hatten eben das Thema mit dem Google-Konto. Wenn du dich einmal angemeldet hast, kannst du eben auch das machen. Ich zeige es mal gerade eben. Wenn du nämlich jetzt hier mit dem Tablet alleine ohne separate Tastatur tippen möchtest, einen Text eingeben möchtest, dann erscheint eben hier in der Hälfte des Bildausschnittes die Tastatur. Sehr komfortabel, sehr großzügig, auch für etwas kräftigere Männerhände, ja. Aber du hast eben jetzt hier nur die Hälfte des Bildes zur Verfügung. Und das ist für viele, gerade wenn man arbeiten möchte, gerade wenn man auch größere Texte verfasst, mitunter etwas unbequem. Und da kommen wir jetzt zum Bereich des Zubehörs. Und dieses Zubehör liegt schon vor uns. Eine fantastische, sehr, sehr angenehm zu bedienende Tastatur. Und gleichzeitig auch noch einen Schutz für das Gerät an sich. Ja, pack's vielleicht ganz einfach mal rein. Ja, ganz genau. Das wird einfach nur so reingeklipst. Ja, richtig. Oh, das geht ja einfach. Haben Sie das gesehen? Also auch nichts stecken, nichts machen. Sekunde. Dann kannst du das hier oben gerne auch ganz einfach lösen. Moment. So. Achso, ich habe es jetzt reingemacht. Nee, jetzt brauchst du gar nicht. Naja, pass auf, wenn man nämlich hier das Ganze ablöst, dann kannst du hier noch den Aufsteller wählen. Ganz genau. Und jetzt hast du natürlich fast den gleichen Komfort. Das sieht aus wie ein kleiner PC, ein kleiner Laptop. Ja, ganz genau. Und jetzt hast du eben den Komfort zu arbeiten oder auch zu tippen, wie mit einem ganz normalen Laptop auch oder eben auch mit einem Desktop-Rechner. Und ich rufe nochmal eben das Programm auf, was wir gerade schon bei mir gesehen haben. Und wenn du jetzt hier eine E-Mail schreiben möchtest, dann kannst du das ohne weiteres tun. Ja, oder auch gerne mal hier in den Text rein. So, jetzt guck mal hier. Einfach mal so ein bisschen drauf rumgetippt, mal ein paar Buchstaben zu machen. Ne? Ja, ganz genau. Jetzt steht dir eben das komplette Bild zur Verfügung. Eben die kompletten 9,7 Zoll, das sind die kompletten fast 25 Zentimeter in der Bilddiagonale. Bei der anderen Möglichkeit, eben nur beim Tablet, hast du den halben Bildausschnitt mit der Tastatur belegt. Hier hast du den Komfort des kompletten Bildausschnittes und gleichzeitig eine sehr angenehm zu bedienende Tastatur. Gerade bei größeren Datenmengen ist das angenehmer für die Finger. Unglaublich und leichter zu bedienen. Komfortabel. Wir sehen es hier, die Schutztasche mit der tollen Bluetooth-Tastatur. Das heißt, Schutztasche und Bluetooth-Tastatur in einem. Hervorragend, um das Gerät zu schützen. Aber wir haben gerade die Aufstellerfunktion gesehen. Das ist fantastisch. Das ist super, oder? Mag ich auch sehr, sehr gerne, weil ich mir natürlich auch gerade auf diesen 9,7 Zoll großen Geräten schon mal die ein oder andere Serie anschaue. Auch gerne mal abends im Bett. Da kann der Fernseher ruhig mal ausbleiben. Oder auch gerne mal einen Spielfilm zum Beispiel. Mhm. Es gibt auch Programme, zum Teil auch kostenlos. Satu fällt mir gerade speziell zu diesem Thema ein, wo du auch ganz normale Fernsehprogramme empfangen kannst. Also sehr, sehr interessant die ganze Geschichte, speziell mit diesem Aufsteller. Und nochmal bitte auch dann, wenn du ganz einfach mal einen schönen Schriftverkehr hast oder mal eine E-Mail schreiben möchtest, ist das so vom Schreibkomfort her wesentlich angenehmer. Sie werden es wahrscheinlich dann eher von den Laptops kennen. Das kommt dem schon absolut nahe. Und wenn Sie dann eben fertig sind, dann klappen Sie das Ganze ganz einfach wieder ein. So, dann machen Sie das Ganze zu und dann ist Ihr Tablet auch noch geschützt. Und dann kann es auch mal runterfallen, ohne dass irgendwas passiert. Ganz toll gemacht jetzt hier in diesem Silbergrau, sehr extravagant von der Optik her. Liegt super in der Hand, ist richtig schon rutschfest, auch im Winter mal mit kalten Händen super zu bedienen. Und du hast eben den Komfort der Tastatur und auch den Aufsteller noch mit dabei. Und das für kleines Geld, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Damit zeigen wir Ihnen auch gerne noch nach diesem wunderschönen 9,7 Zoll Tablet mit passender Tastatur und Schutztasche auch ein größeres Gerät. Denn viele von Ihnen haben uns geschrieben, haben gesagt,
ja, so ein Tablet wäre was Tolles, aber ich mag es gern größer. Ich möchte das nicht so klein und fisselig haben, sondern ich brauche wirklich ein großes Display. Ich möchte damit Sachen lesen, ich möchte auch Filme perfekt schauen können und möchte nicht da immer suchen müssen, sondern ich möchte es wirklich groß haben. Und hier haben wir dann ein Gerät, ein 13,3 Zoll Tablet. Ja. Ja, Tim, bist du mal so lieb und gibst mir noch mal gerade eben das X10 Octa dazu. Dann können wir das vielleicht ganz einfach mal vergleichen, damit unsere Zuschauer zu Hause auch mal einen direkten Größenvergleich von 9,7 Zoll hin zu 13,3 Zoll haben. Das kann ich. Tim, hast du mich gehört? Tim, gibst mir gerade noch mal das X10 Octa bitte, was wir gerade vorgestellt haben. Ja, eins, nur mal für die Größe. Kommt sofort, Sekunde. Aber das ist natürlich jetzt ein absoluter Männertraum. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, liebe Zuschauer zu Hause, das wäre etwas, was ich mir ohne weiteres unterm Weihnachtsbaum hervorragend vorstellen könnte. Ich glaube, jeder technikaffine Mensch hat da richtig Freude dran. Die 9,7 Zoll großen Tablets, schon toll, gerade wenn man unterwegs ist. Aber schauen Sie sich das mal an jetzt hier. Im übertriebenen Sinne könnte man sogar zwei von den 9,7 Zoll Tablets nebeneinander halten und hätte dann ungefähr die Größe und unseres X13 Octa. Also du hast hier bei diesem Gerät knapp 25 cm Bildschirmdiagonale. Bei diesem Gerät sind es fast 34 cm Bildschirmdiagonale. Das heißt, du hast hier nochmal satte 9 cm Bildausschnitt mehr zur Verfügung. Und da sind wir jetzt auch schon fast in einem Bereich einer Laptop-Größe angekommen. Ja. Gerade für die Herrschaften, die vielleicht auch mal beruflich mit einem solchen Gerät unterwegs sein wollen, werden ihre helle Freude haben. Ja? Also nicht nur aufgrund der Größe, sondern natürlich auch aufgrund der Darstellungsqualität. Denn ein 13-Zoll-Tablet mit einer Full-HD-Auflösung und einem Glasdisplay zu bekommen und dann auch noch, wie es der Name erwarten lässt, mit einem 8-Kern-Prozessor unfassbar schnell von der Rechnergeschwindigkeit, ist für diesen Preis an anderer Stelle völlig ausgeschlossen. Also wenn man so etwas sucht und das zu einem günstigen Preis haben möchte, in dieser tollen Qualitätsanforderung, der sollte jetzt an dieser Stelle zugreifen. Hier sehen wir auch gerade das Gerät einmal im Einsatz. Da sieht man, wie schön flexibel die auch sind. Ne? Also gerade, wenn man halt es sich zu Hause gemütlich macht. Klar, viele haben einen PC, wollen jetzt aber ein Tablet, gerade wegen dieser Flexibilität und der Freiheit. Das muss man hier mal sehen. Schauen Sie mal, einfach auf dem Sofa, ganz entspannt mit dem Hund zusammen und Sie schauen da einen Film. Wie toll ist denn das bitte? Also das ist so ein Komfort, den ich mir damit nach Hause hole. Überlegen Sie mal bitte, Sie haben wahrscheinlich in den letzten Jahren auch eher dann mit einem Laptop auf dem Sofa gesessen. Die Teile, die wiegen natürlich auch, ich sag mal, in der Regel knapp um die 2 Kilo. Hier hast du natürlich ein wesentlich leichteres Gerät, ein wesentlich kompakteres Gerät, schön gemacht auch in dieser Slim-Bauweise mit diesem Vollmetallgehäuse. Und hier sehen wir alleine mal, was eine Full-HD-Qualität auf so einem Bildschirm ausmachen kann. Also das geht schon fast in den Bereich einer Blu-ray auf einem Full-HD-Fernseher zu Hause, was wir hier anbieten dürfen. Also wirklich fantastisch gemacht. Schauen Sie sich das mal bitte an, alleine auch von der Slim-Bauweise hier. Die beiden Stereo-Lautsprecher natürlich noch mit dabei. Und auch die Rückseite toll gemacht jetzt hier in diesem schönen Vollmetall. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Schau dir das an. Sehr, sehr schick. Ah. Und ich habe hier einmal meinen Startbildschirm aufgemacht bei meinem Gerät. Ja. Das sieht man immer, das ist dieser Startbildschirm. Eine Frage von unseren Kunden war, wie man da bestimmte Sachen auf diesem Startbildschirm jetzt dazu fügen kann zum Beispiel. Wir sehen ja jetzt hier oben die Uhr. Hier sind die unterschiedlichen Apps. Wie kann ich mir das einrichten? Wie mache ich das? Pass mal auf, nehmen wir die Uhr erstmal raus. Ja, und dann fangen wir nochmal ganz von vorne an. Man geht natürlich jetzt hier in die entsprechenden Programme rein. Das heißt jetzt hier in dem Fall von mir aus auch in die Widgets. Und wenn du jetzt hier ein Programm hast, wie dieses jetzt hier, die Uhr, da hattest du mich drauf angesprochen, machst du einfach Folgendes. Der Bildschirm reagiert, wie das bei Smartphones und bei Tablets heutzutage üblich ist, auf Berührung. Einfach antippen, getippt lassen und dann ziehst du ganz einfach dieses Programm quasi oder dieses Bild auf dieser, ich bewege es nur ganz, ganz kurz, ja, so, und setzt es ganz einfach wieder ab. Und schon hast du die Uhr mit dabei. Jetzt möchtest du die von mir aus hier oben nicht mehr haben, dann entfernst du sie ganz einfach wieder. Sie ist aber natürlich in deinen Programmen immer noch vorhanden, da haben wir sie noch. Nehmen wir vielleicht ganz einfach mal ein anderes Programm, von mir aus auch mal Satu. Wir hatten eben das Fernsehprogramm für das Tablet. Auch das kannst du ganz einfach auf die Seite drüber ziehen, zack, und schon ist es dort integriert. Wenn du es wieder loswerden möchtest, zum Beispiel auch mal von der Startseite entfernen möchtest, tippst du es ganz einfach an, hältst es gedrückt, ist wie linke Maustaste gedrückt halten, auf Entfernen gehen und dann ist es von der Oberfläche. Programm, da drückst du immer da unten auf dieses. Das ist dieser kleine jetzt hier, genau. Da kommst du quasi in die Menüfolge. Genau, das ist die Menüfolge oder das Hauptmenü, da ist alles drin. Wo all die Programme
Programme hinterlegt sind, die du grundsätzlich auf dem Rechner hast. Wenn du aber deine Favoriten beispielsweise häufiger nutzen möchtest, dann kannst du die auch jederzeit hier vorne auf der Startseite platzieren. Und selbst da kannst du sie immer noch mal locker verschieben. Wenn dir das Symbol hier nicht gefällt, dann schiebst du es einfach ein Stück weiter hoch. Ja? Oder wenn es dir da nicht gefällt, dann packst du es von mir aus ganz einfach hier an diese Stelle dran. Du siehst, wie hervorragend das funktioniert. Das ist quasi wie ein kleines Figürchen auf einem Schachbrett von einer Position zur nächsten zu verschieben. Ja. Oder wie mit einem klassischen Rechner, wie mit einem Windows-Rechner, linke Maustaste gedrückt halten und dann ganz einfach das Symbol auf der Oberfläche des Desktops verschieben. So einfach und komfortabel geht das heutzutage ganz einfach nur mit deinem Zeigefinger. Eine weitere Frage unserer Kunden war, wie man auf die Kamera zugreift. Und zwar auf die vordere, weil wir haben ja hier bei dem Gerät zwei Kameras. Sie sehen, wir haben eine hier in dem Bereich, eine hier, dann hier hinten. Und eine nochmal hier im hinteren Teil, da oben, da haben wir sie. Ja. Und es gibt ja heutzutage diese sogenannten Selfies, also Selbstporträts, die man machen kann, um sich selbst nochmal zu fotografieren. Wie mache ich das hier? Wie kann ich darauf zugreifen? Gehen wir mal ganz kurz auf die Kamera. Sekunde, wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Wo habe ich die Kamera? Siehst du sie? Hilf mir gerade. Nee. Ich sehe sie gerade nicht. Moment. Haben wir sie? Moment, doch. Zweitoberste Reihe. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Zweitunterste da, Reihe. Moment. Da. Kamera, da. Ah ja, normalerweise ein Kamerasymbol. Das ist jetzt die neue Optik bei diesem speziellen Betriebssystem. Da sieht die Welt dann immer ein bisschen anders aus. So hast du jetzt beispielsweise natürlich die jetzt Kamera. Moment. Hinten, ne? Nee, das ist die vordere Kamera. Das ist die Kamera für die Selfies. Wenn du jetzt umschalten möchtest, dann hast du jetzt jederzeit, ich habe jetzt aber ein Foto gemacht, dann gehst du ganz einfach hin und kannst hier ganz einfach und komfortabel eben die Kamera ganz einfach drehen. Lass mich eben gucken. So, wo drehen wir? Moment, das war das Hauptmenü. Lass mal eben schauen. So. Da, mal gucken. Yeah. So, da haben wir es. Und jetzt sind wir auf der zweiten Kamera, die nach vorne hin zeigt. Jetzt kannst du eben mit der großen Kamera an der Front des Gerätes ganz einfach deine Fotos und deine Videos machen oder eben ganz komfortabel auch wieder umschalten auf die andere Kamera in dem Fall. Und dann bist du wieder hier im Selfie-Bereich. Wollen wir es nochmal zeigen? Warte mal. So. Ja, ich denke, das Symbol. Ja. Machen wir die Kati dazu. So, und jetzt ganz einfach auslösen. Sie können es natürlich quer halten oder hochkant und solche Fotos dann eben auch jederzeit entweder auf dem Gerät belassen. Sie können sie bearbeiten, selbstverständlich, oder auch ganz komfortabel 1:1 auch gerne mal per E-Mail verschicken oder auch vielleicht mal in die sozialen Netzwerke reinpacken. Das ist ausgesprochen komfortabel und vor allen Dingen ist die Kamera sofort griffbereit. Wenn ich da noch an die digitalen Fotoapparate und alles denke und wenn ich mir überlege, wie lange das gedauert hat mitunter, bis du da mal die Einstellung und alles vorgenommen hast, bis das erstmal hochgefahren ist, das ganze Programm, das ist einer der Vorteile von diesen Tablets. Es geht alles wesentlich schneller, wesentlich reaktionsstärker und gerade auch mit dem 8-Kern-Prozessor ist das speziell auch bei unserem X13 Octa ein wahres Vergnügen. Und ich habe eine weitere Frage zu Fotos bekommen und zwar wurde gefragt, wie man die selbstgemachten Fotos dann auch nachbearbeiten kann. Zeigen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz. Ob das möglich ist. Selbstverständlich ist das möglich. Wir gucken, nehmen uns mal ein schönes Bild raus. Was haben wir hier? Nehmen wir von mir aus mal so ein Wallpaper, ein sogenanntes, vielleicht mal so eine schöne Katze, da kenne ich eine Kollegin, die sich sehr darüber freut. Und wenn du das jetzt hier bearbeiten möchtest, kannst du das jederzeit tun. Wir kommen gleich wieder zurück ins Studio, da zeigen wir es einfach nochmal. Hier sehen wir auch mal den beruflichen Ansatz, den Business-Ansatz bei einem solchen Tablet. Auch mal bei Präsentationen vor einem Kunden zum Beispiel in dieser Hochauflösung, in dieser Geschwindigkeit eine absolute Freude. Ja, selbstverständlich. So, schau mal hier. Jetzt einfach mal ein Bild angeklickt und bist dann auf Bearbeiten gegangen. Ganz genau. Und dann ganz einfach auf diesen Zeichenstift und jetzt kannst du natürlich jederzeit hier die Farben verändern, du kannst die Größe verändern, von mir aus den Ausschnitt verändern, alles das, was du machen möchtest, hier beispielsweise. Hier kannst du natürlich auch mal einen Rahmen entstehen lassen oder eben auch mal ein Bild ausschneiden, wenn man das möchte, Farben ergänzen, da ist wirklich an alles gedacht worden. Gerade für die Bildbearbeitung kann ich das X13 übrigens sehr empfehlen. Mit der PX 8814 und der 569 können Sie dieses tolle Gerät bestellen. 351,41 € ist da Ihr TV-Sonderpreis, ne? Da greift man gerne zu. Sie können selbstverständlich auch in 3 Raten bezahlen. Zu 0%. Schauen Sie da einfach mal unter www.pearl.tv. Das ist mal ganz angenehm, gerade wenn man dann auch noch ein bisschen Zubehör dazu bestellt. Und da haben wir einiges an Zubehör heute für Sie noch mit dabei. Unter anderem einen tollen kleinen Stift, der einem die Arbeit noch mal ein bisschen erleichtert. Denn gerade unsere Kunden haben gesagt, ich würde gerne ein Tablet haben, ist aber sehr ungewohnt, da dieser kapazitive Bildschirm, wie du gesagt hast, den man mit diesen Fingern bewegt, wo man mit den Fingern drauf geht, ist für viele schwierig, weil man nicht so den richtigen Punkt dann immer trifft. Gerade auch, wenn man was schreiben möchte, ein Spiel spielen möchte, ist es dann häufig schwieriger. Ja. Und da sind diese tollen Stifte, die wir im Programm haben, hervorragend. Ja. So, jetzt pass mal auf. Ich zeichne ganz einfach mal was. Also das hier quasi ein leeres Blatt Papier im übertragenen Sinne. Und wenn ich jetzt anfangen möchte
zu zeichnen. Muss ich es aber trotzdem mal ganz kurz hinlegen. Ich habe mir nämlich ein bisschen was überlegt. So, und das mache ich jetzt eben nicht mit dem Finger, das mache ich jetzt mit diesem Zeichenstick. Jetzt passen Sie mal auf. So, mal gucken, ob ich meinen Donald Duck noch hinbekomme. Ja, Achtung. Oha, ja. Jetzt geht's hier los. So, die Mach's Augen gut. noch dazu. So. Ja. Jupp. Ja, und so. Zack. Jetzt einfach abstrakte Kunst, was ich hier gerade mache. Also als Künstler gehe ich wäre das definitiv eine brotlose Kunst. Aber jetzt kannst du natürlich dann auch mal deiner Fantasie freien Lauf lassen, kannst hier verschiedenste Dinge draus machen, von mir aus mal ein Herzchen integrieren oder ganz einfach auch mal etwas, ein wildes Herzchen auf links gemacht. Das sieht eher aus wie eine Orange oder wie ein Apfel oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich denke, Sie haben die Fantasie, dass Sie sich das vorstellen können, wie das eben mit so einem Gerät ohne weiteres funktioniert. Nehmen wir vielleicht ganz einfach mal eine andere Farbe mit dazu. Auch das kannst du jederzeit machen. Und gerade diese Zeichenprogramme, die sind wirklich Spitzenklasse. Gehen wir hier mal rein, möchten von mir aus auch ganz gerne mal die Schriftgröße bzw. auch die Größe der Mine ganz einfach verändern. Du hast hier alle Freiheiten dieser Welt. Wir haben es eben im Film schon gesehen. Unser voll Kollege schön. Ugo ist natürlich um ein Vielfaches kreativer als ich, alleine von der Technik her. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Ja, das zählt. Sie sehen, so toll ist so ein Eingabestift hier. Und unser toller Eingabestift, 18,91 €. Der ist ganz neu im Programm, die Mine oder Spitze, extrem dünn mit 2 mm. Ja. Und da macht es dann noch mehr Spaß, mit seinem Tablet umzugehen, weil man halt auch die Zeichenprogramme dann insbesondere nutzen kann, aber auch beim Tippen zum Beispiel. Ja. Eine hervorragende Sache. Und genau das ist der Punkt. Ich sag mal, bei einem X13 Okta sind die Tasten auch so großzügig konzipiert aufgrund der Größe des Bildschirms, dass du sicherlich auch mal als gestandener Mann mit etwas größeren Händen, mit etwas kräftigeren Fingern auch mal mit deinen Fingern super arbeiten kannst, keine Frage. Aber gerade bei diesen Zeichenprogrammen, wie wir es gerade gesehen haben, oder auch mal auf einem Smartphone mit einem 4,5-5 Zoll großen Display, da tippe ich alles Mögliche rein und mein Wörterbuch findet die wildesten Kreationen. Da ist natürlich so eine dünne Mine, ein Vielfaches präziser. Also nicht nur zum Zeichnen, sondern eben auch zum Tippen, zum Bedienen im Allgemeinen. Wir sehen, wie hervorragend das funktioniert, selbstverständlich. Und du hast hier noch einen weiteren Vorteil. Du hast nicht so viele Fingertapsel auf der Oberfläche drauf. Normalerweise tapst man da immer drauf. Ja. Sie sehen, da kommt sofort so ein Fingerabdruck. Hier kann ich das wunderbar mit dem Stift machen. Treffe halt auch sehr präzise. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Kann ich jedem nur empfehlen. 18,91 €. Ein ganz tolles Geschenk auch noch hier für Sie. Deshalb gleich zugreifen mit der HZ2739 und der 569, 18,91 €. Einfach schnell mit in den Warenkorb legen und schon kann es dann losgehen hier mit Ihrem neuen Tablet. Einfach mal probieren. Oh, Carsten wird hier nochmal richtig kreativ. Ja, Schnabel muss orange werden, muss noch fertig werden, bis wir durch sind mit der Sendung jetzt hier. Oh, ich will auch was damit die Kollegen endlich mal aufhören zu lästern. Du siehst also, was hier grundsätzlich möglich ist. Ja? Übrigens toll auch hier mit diesem Halteclips gemacht. Den haben Sie immer mal dabei. Den haben Sie immer mal in der Hemdtasche, in der Sakkotasche mit dabei. Haben Sie bestimmt auch mal irgendwo in Ihrer Aktentasche mit dabei. Und wenn Sie so ein Tablet bedienen möchten oder Ihr Smartphone, egal ob es eins von uns ist oder vielleicht auch ein LG, ein HTC, was auch immer Sie gerade zu Hause haben, ist so ein Eingabestift unglaublich komfortabel. Eine schöne Geschenkidee für 9,41 € für jeden Besitzer eines Tablets oder eines Smartphones oder auch eines Laptops zum Beispiel mit Windows 8, was ebenfalls auf Berührung reagiert. Eine ganz tolle Angelegenheit. Ja? Aber wir haben noch weiteres Zubehör und gerade diese Aufstellerfunktion reizt unsere Zuschauer immer wieder. Kannst natürlich eine komplette Schutzhülle kaufen oder auch mal so ein kleines, kompaktes Teil, was du mal eben schnell in der Hosentasche hast, wenn du so ein Tablet ganz gerne auch mal aufstellen möchtest und trotzdem beide Hände frei hast. Da haben uns viele Kunden auch nachgefragt, haben gesagt, habt ihr da nicht was? Sie haben es bei uns immer gesehen, wir jonglieren hier immer so ein bisschen mit den Tablets rum im Studio, weil wir Ihnen ja das dann auch zeigen möchten. Da wackelt der Bildschirm immer so ein bisschen. Wenn Sie das dann zu Hause benutzen, soll es ja komfortabel stehen. Gerade auch, wenn Sie sich gerade den tollen Eingabestift zugelegt haben, dann möchten Sie auch einen Aufsteller. Und dann wird oft nach einem kleinen, portablen Aufsteller gesucht, der auch mal mit, wie du es gerade gesagt hast, in einer Tasche verschwinden kann. Genau. Und da haben wir ein tolles neues Modell für Sie, 9,41 €, unser Alu-Tablet-Ständer. Den hatten wir in der Vergangenheit überwiegend in der Farbgebung schwarz, haben wir meines Wissens auch immer noch im Programm. Aber ich bin froh, dass wir den jetzt auch mal in der Farbgebung silber anbieten dürfen. Da sind die Geschmäcker ein Stück weit verschieden. Ich mag diese helle Ausrichtung auch sehr, sehr gerne. Und der Vorteil ist eben, dass du den jederzeit stufenlos vom Winkel her verstellen kannst. Das heißt, ganz einfach drücken, zum Beispiel einen steileren Winkel, einen etwas größeren Winkel einstellen. So einfach funktioniert das. Hier ist der Knopf auf der Seite. Das Ganze natürlich geschützt hier mit gummierten Flächen, dass das Tablet auch nicht verkratzt wird. Und wie das dann unterm Strich final aussieht, wenn Sie es aufstellen, möchte ich Ihnen ganz gerne
kann ich jetzt auch mal zeigen. Wenn wir den jetzt ganz einfach mal auf den Tisch stellen, auch die Gummifüßchen drunter, dass das nicht wegrutschen kann, dann kann man so ein Tablet ganz einfach reinsetzen. Auch ein Smartphone, auch ein kleineres Tablet zum Beispiel, hat beide Hände frei, kann ein schönes Video schauen oder ganz einfach auch mal eine Foto, eine Diashow durchlaufen lassen. Und das Ganze sieht einfach nur edel aus. Wenn du fertig bist, klappst du es zusammen, steckst es dir in die Tasche und nimmst es wieder mit nach Hause. Mit der Hardzeit 2571 und der 569 können Sie den kleinen Tablet-Ständer jetzt bestellen. Einfach anrufen unter der 0180 51 51 dreimal die 2 und dann ist er auch innerhalb von wenigen Tagen mit bei Ihnen zu Hause. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns einfach und ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Da wünsche ich mir Ihnen ganz viel Freude mit Ihrem bestellten Artikel.